Bilderbücher waren schon immer meine liebsten Romane. Ja, liebe Freunde, ihr seid angekommen in der letzten Folge zum Thema UI, denn es gibt noch eine Sache, die ich bisher ausgelassen habe, so in dieser ganzen Sache hier, nämlich die sogenannten Images. Die kamen ja schon immer mal vor, wenn wir gesagt haben, zum Beispiel im Hintergrund von einem Button liegt ein Image oder so, aber es gibt die natürlich auch als Standalone-Component, sage ich einfach mal, und das schauen wir uns heute an. Dafür mache ich mir erstmal hier ein bisschen Platz, indem ich die Menu-Buttons einfach ausblende. Schwupp. Und dann gibt es auch noch was ganz Besonderes, nämlich habe ich hier schon eine Bilddatei für euch vorbereitet. Die sieht einfach so aus mit einem schönen blauen Rechteck mit abgerundeten Ecken. Und dieses Rechteck, das braucht ihr auch gleich, wenn ihr mit mir mitmachen wollt. Deswegen könnt ihr euch das ganz easy runterladen von meiner Website. Der Link ist natürlich direkt oben in der Videobeschreibung. Und ich werde mir hier mal kurz einen Ordner machen in Assets und den nenne ich mal Sprites, also quasi für meine Bilddateien. Und da werde ich den jetzt direkt mal reinpacken hier. Also könnt ihr dann einfach nehmen und hier reinziehen in Unity. Alternativ könnt ihr natürlich auch sagen Rechtsklick und dann entsprechend über Import New Asset das Ganze auswählen. So geht es aber einfacher. Und dann haben wir hier diese Bilddatei drin. So, das wäre das Erste. Und dann gibt es noch eine zweite Vorbereitungsarbeit, wenn euer Projekt im Moment nicht auf ein 2D-Projekt gestartet wurde, wie jetzt bei mir. Ich bin ja in einem 3D-Projekt. Dann benötigen wir gleich noch ein Package für eine Sache, die ich euch zeigen will. Denn wenn wir jetzt hier theoretisch schon mal drauf sind, dann seht ihr erstmal, haben wir oben hier den Texture-Type, der steht im Moment auf Default. Allerdings wollen wir natürlich, dass das Ganze ein Sprite ist, nämlich für 2D und UI. Wenn ihr in einem 2D-Projekt seid, sollte das eigentlich auch schon direkt ausgewählt sein. Aber wie gesagt, hier bei 3D ist das nicht so. Deswegen wähle ich das direkt mal an. Und dann kann ich hier mal auf Apply drücken, dann ist das schon mal übernommen. Und damit sind wir trotzdem noch nicht komplett durch mit der Einrichtung, denn es gibt einen Sprite-Editor direkt von Unity. Der ist hier über diesen kleinen Knopf normalerweise verfügbar. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier drücke, steht da, wir haben diesen Sprite-Editor nicht registriert. Deswegen müssen wir den herunterladen. Und das geht viel einfacher, als es sich anhört. Auch hier sei wieder gesagt, in einem 2D-Projekt geht das wahrscheinlich alles schon. Ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz, wenn ihr wie ich ein 3D-Projekt habt, wie ich das mache. Dafür geht ihr hier einfach oben auf Window und dann auf Package Manager. Dann öffnet sich dieses wunderschöne Fenster, was ich mal kurz rüberziehen muss. Und nach einer Weile laden dann hier so ganz viele Optionen. Und dann sollte hier auch irgendwo 2D Sprite stehen. Wenn ihr das nicht findet, könnt ihr hier auch in der Suchleiste einfach 2D Sprite eingeben. So, dann sollte das auch zu finden sein. Das wählt ihr einfach an und klickt eben hier auf Install. Es lädt dann ganz kurz die Dateien in das Projekt hinein, damit ihr das nutzen könnt. Aber dann sollte es auch soweit sein nach einer Weile. Gut. Und was dann auch gehen sollte, ist logischerweise, was ich ja eben gezeigt habe, dieser Sprite Editor ist einfach so ein schönes Fenster, was wir dann eben nutzen können. Und das werden wir auch gleich. Jetzt aber erstmal nochmal zur eigentlichen Einführung. Nämlich, wenn wir jetzt mal hier wollen, dass wir theoretisch ein Image zum Canvas hinzufügen, könntet ihr ja denken, okay, wir nehmen diesen Sprite und ziehen den einfach mal aufs Canvas drauf. Dann seht ihr auch, das Ganze ist als Kindobjekt hier draufgerutscht. Allerdings hat dieses Objekt kein Image Component, sondern ein Sprite Renderer. Wenn wir jetzt auch mal Doppelklick machen, dann seht ihr, das Ganze liegt nicht im Canvas, sondern im eigentlichen Spiel drin. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Ganze im Canvas liegt. Also dieser Sprite Renderer ist so ein bisschen das Pendant zum UI-Image. Also das müsst ihr so ein bisschen unterscheiden. Der Sprite Renderer wird, wie gesagt, eher im Spielekontext dann eingesetzt. Zum Beispiel, wenn, was weiß ich, euer Charakter durch ein Bild dargestellt wird, dann nutzt man dann natürlich den Sprite Renderer, da der ja in diesen World-Koordinaten liegt. Hier wollen wir jetzt allerdings das Image. Deswegen zeige ich euch direkt mal, wie ihr das anlegt. Ich mache mal das Ganze weg. Dazu sagt ihr einfach auf dem Canvas Rechtsklick, UI und dann logischerweise das Image. Dann seht ihr schon, das Ganze wird zu so einem weißen Platzhalterbild. Aber wir können natürlich bei diesem Image jetzt hier rechts das Source Image auswählen. Das geht entweder, indem ihr hier auf den blauen Kreis drückt. Da seht ihr, habt ihr das Ganze schon zur Auswahl. Oder wenn ihr es euch einfacher machen wollt, könnt ihr es auch einfach hier draufziehen. Das funktioniert also super gut. So, jetzt sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen abgefuckt aus, da das in diesem Rechteck drin ist. Aber wenn ich das jetzt schon mal so ein bisschen zurechtziehe auf die Größe, die es etwa hatte und mal das Ganze zentriere, dann seht ihr, haben wir hier unser UI-Element. So,
Jetzt gucken wir uns mal das allererste Problem an, was ich ganz besonders betonen will, weil das oft vergessen wird, wenn wir so eine Art Panel machen wollen. Dann ist es ja meist so, dass wir nicht wissen, wie dieses Panel nun aussieht. Und es könnte ja sein, zum Beispiel in unserem Spiel, wir wollen das Ganze irgendwie breit machen. So, ein ganz, ganz breites Panel. Und das Problem, was ihr dann direkt seht, ich denke, man erkennt es ganz gut, ist, dass ja diese eigentliche Rundung, die ja vorhin noch, ich kann es ja nochmal rückgängig machen, so wunderschön aussah, so richtig breit gezogen ist, so richtig eklig. Das seht ihr, dass sich das mitzieht. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Und deshalb zeige ich euch direkt mal am Anfang, wie ihr das bei einem UI-Element einstellt, also bei einem Image, dass das nicht in dieser Form so komisch skaliert wird. Dafür klickt ihr einfach hier auf euren Sprite drauf, also auf die ursprüngliche Datei. Ihr seht schon, es gibt da eine ganze Menge an Einstellungen, die ihr treffen könnt. Die könnt ihr jetzt auch alle im Detail erklären. Aber die meisten davon sind eher technischer Natur, deswegen werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal ein Video zum Sprite-Renderer machen, wo ich viele dieser Eigenschaften erkläre, besonders auch im Hinblick auf Pixel-Art-Games oder so. Die Einstellung, die wir auf jeden Fall jetzt brauchen, ist der Mesh-Type. Den müssen wir nämlich von Tight auf Full Rect umstellen und dann, um das Ganze zu übernehmen, kurz auf Apply klicken. Und jetzt können wir nochmal in den Sprite-Editor gehen. Das ist dieses coole Programm von vorhin. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir quasi so vier Bereiche auswählen können, in denen die Ecken sind. Also wir könnten jetzt hier quasi so die Kante ein bisschen umherziehen, ihr seht das schon. Und auch links theoretisch, ich mache das kurz manuell, genauso wie rechts, wie oben und unten. So, und dann sind quasi die Ecken in diesen Bereichen drin. Und das sind dann quasi die Bereiche, die von der Skalierung nicht betroffen sind. Also wir können quasi Bereiche auswählen, die eben nicht so in die Breite gezogen werden. Ihr seht, das ist jetzt nicht ganz gleichmäßig. Deswegen nehme ich hier mal einfach meinen schönen Referenzwert von 50 Pixeln. Die trage ich einfach mal alle manuell ein. Das könnt ihr genauso machen, weil diese Rundung nämlich den 50-Pixel-Radius nutzt. Könnt ihr mir also glauben, dass das genau hinhaut, sprich, dass hier diese Rundung endet. Und ihr seht, dann sind diese Ecken auch perfekt erfasst. So, jetzt können wir hier einmal auf Apply klicken. So, und dann gehen wir einfach mal hier in Unity zurück. Und wenn ich das Bild jetzt einfach nochmal nehme und hier ein bisschen größer skaliere, ihr seht schon, egal wie breit ich das mache, das Verhältnis dieser Ecken bleibt quasi genau das Beibehaltene, was wir auch wollten, denn die werden nicht berücksichtigt. So, ich mache das Ganze also hier mal wieder ein bisschen normal und werde das einfach mal, wie breit habe ich den Scheiß denn gezogen? So, und das mal wieder in die Mitte setzen, wie ihr es schon kennt. Und was ich jetzt natürlich noch zeigen will, ist, was dieses Image sonst noch so kann. Also erstmal, was extrem praktisch ist, gerade wenn ihr das Image variabel halten wollt, ist die Color. Die Color ist nämlich eine Farbe, die über den eigentlichen Farbverlauf des Images drüber gelegt wird. Also wenn ich jetzt mal hier hingehe und zum Beispiel, was weiß ich, die Farbe Gelb wähle, so etwa, dann seht ihr schon beim Blau, kommt da sowas Grünliches raus. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen in den meisten Fällen. Da wollen wir ja, dass dann wirklich die eigentliche Farbe gezeigt wird, also dass das jetzt richtig gelb wäre oder hier wird es, ihr seht es ja so weinrot, dann wollten wir natürlich ein richtig saftiges Rot haben. Das geht allerdings dann wirklich nur perfekt, wenn das Image, also was ihr habt als Bilddatei, komplett weiß wäre, weil dann wird das Weiß ja wirklich so übermalt, wenn ihr euch das vorstellt. Unser Bild ist jetzt halt schon blau, deswegen sieht das nicht so perfekt aus, aber das ist auch gar nicht so schlimm, nur dass ihr es mal gesehen habt, ist eine super wichtige Option. Und alternativ für ganz ausgefallene Grafiken können wir sogar ein Material drüber legen, aber auch das will ich jetzt erstmal nicht zeigen. Ist eben mehr oder weniger was für fortgeschrittenere Sprites dann, wenn ihr das braucht. Die beiden Sachen, die kennt ihr auch schon von diversen UI-Elementen, nämlich ob Raycasting dadurch betrieben werden kann, also zum Beispiel ob Rays dadurch aufgehalten werden oder ob es generell eine Maskierung gibt. Darauf will ich gar nicht näher eingehen, weil das werdet ihr in den seltensten Fällen wirklich brauchen. Dafür ist nochmal super wichtig, das, was ihr hier unten habt, nämlich diese Option, in der ihr vier Typen auswählen könnt. Und standardmäßig, ihr seht es hier, ist der Sliced ausgewählt. Es gibt noch einen Typus, der sich so ähnlich verhält, nämlich Tiled. Also Sliced und Tiled, seht ihr, haben diese beiden Optionen. Da können wir nämlich mit den Pixels per Unit arbeiten, um zu sagen, inwieweit sich das Sprite hier in dieser Rect-Transform ausfüllt. Also wenn ich das jetzt mal auf 2. Oh, das war zu hoch oder auf 3 Sätze. Ihr seht schon, dann füllen sich die Ecken hier langsam aus. Also das funktioniert auf der Basis bei Sliced, dass quasi das Bild auf diese Pixels per Unit stückweise interpoliert wird und Tiled arbeitet eben fast genauso. Das könnt ihr euch auch nochmal extra angucken, werdet ihr aber in den seltensten Fällen bearbeiten. Es gibt noch einen weiteren Typen, der sich einfacher verhält, wie das der Name schon sagt, nämlich Simple.
Da können wir dann sogar noch sagen, dass aus dem Sprite ein Mesh dann generiert wird. Oder was auch ganz cool ist, gibt es dann auch noch bei der vierten Option, die wir uns angucken, dass wir quasi die Aspect Ratio beibehalten. Also das heißt auf gut Deutsch, wenn wir jetzt das Bild umherziehen, egal wie wir es machen, das Seitenverhältnis, was die ursprüngliche Bilddatei hatte, das wird eben beibehalten. Ist allerdings für Panels jetzt nicht so geeignet, weil da wollen wir es ja gerade, dass es sich irgendwie ziehen kann. Also das werdet ihr vor allem nutzen, wenn ihr dann so statische Bilder habt, die immer im gleichen Kontext eingesetzt werden. Aber eine Sache, die wirklich noch ultra praktisch ist für verschiedene Sachen, ist diese hier unten, nämlich Filled. Damit könnt ihr nämlich sagen, dass sich euer Image stückweise zum Beispiel füllt. Und ihr seht, dafür gibt es hier so einen Schieberegler mit dem Namen Fill Amount. Und wenn ich den jetzt mal langsam runternehme, dann sehen wir schon, dann leert sich unser Sprite. Und das Ganze funktioniert jetzt nach der hier angegebenen Methode, nämlich bei mir ist das jetzt horizontal. Ich glaube, standardmäßig ist dann manchmal auch noch radial ausgewählt. Also horizontal heißt logischerweise in die Horizontale. Und ihr könnt dazu auch immer auswählen, in welche Richtung. Also jetzt left würde heißen, dass es sich von links auf oder abfüllt. Und genauso können wir das natürlich auch noch umtauschen. Seht ihr ja. Und das Ganze gibt es eben auch für Vertical, quasi von unten nach oben oder wenn wir es wollen, von oben nach unten. Das denke ich ganz logisch. Oder was man halt auch manchmal nutzt, dann Radial. Zum Beispiel 360 würde dann heißen, dass es sich hier um die Mitte um 360 Grad quasi entleert. Genauso bei 180 würden wir quasi den 180 Grad Winkel nehmen, hier entlang dieser Kante. Oder bei 90 hätten wir dann zum Beispiel den einen Punkt. Und ihr seht, das Ganze rotiert sich dann um 90 Grad herum. Also damit kann man wirklich extrem coole Sachen machen. Stellt euch nur mal vor, wir wollen irgendwie eine kleine Lebensleiste, dann könnte man die natürlich auch so langweilig machen, dass sich irgendwie das Leben so stückweise entleert. Wir könnten es aber auch richtig cool machen, zum Beispiel indem wir hier so eine Füllscheibe haben, die das Leben repräsentiert. Also da ist wirklich ultra viel möglich und deswegen wollte ich das jetzt eben nochmal besonders zeigen. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt so die Basics rund um die Images verstanden. Ich denke, es ist gar nicht so viel dabei. Also könnt ihr einfach noch mal ein bisschen rumexperimentieren und alle Optionen einfach mal austesten. Und dann werden wir in der nächsten Folge in ein neues Thema starten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Schau aber auch unbedingt auf meiner Website, meinem Discord und auf Twitter vorbei, um noch näher an mir dran zu sein. Zuletzt ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben.